Ich grüße euch. In diesem Video zeige ich euch, was ich noch im Wohnmobil verändern möchte. Bis gleich. Eins vorweg, ich werde hier keine großen Umbaumaßnahmen vornehmen, weil ich das einfach nicht mag, hier überall Löcher reinzubohren und ja. Und es hält auch alles so schlecht in diesen, naja, in diesen Wabenstrukturplatten, ja. Deswegen nur so ein paar kleine Sachen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Fangen wir mal mit der Küche an. Wir haben hier unseren Schrank, ja. Und ganz normal die Fächer da drinne. Und hier kommen wahrscheinlich noch Auszüge rein, dass man hier mit Körbe alles rausziehen kann. Mal gucken. Das ist so eine Überlegung wert. Wir haben hier oben Spülbecken und die Kochecke und unsere Kaffeemaschine. Ja. Wie ihr seht, ist sie ein bisschen zu hoch. Ja, die kommt hier, hier drüber. Und ich hatte eigentlich vor, hier ein Brett hinzumachen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, das Brett ein bisschen höher hier hin. Ja, das haben andere auch. Da haben wir mehr Ablagefläche. Finde ich richtig gut. Oder eben noch das Brett hier draufsetzen. Ja, dass das hier geklemmt wird. Und eine andere Kaffeemaschine kaufen, eine kleinere. Ne? Ich mal sehen. Denn so, wenn man das so von Weitem weg so sieht, ist das ein bisschen schlecht, gell? Wenn man hier das Spülbecken hat. Und hier stehen auch, sagen wir mal, Töpfe drauf, die gewaschen werden müssen. Ja? Und dann hier bleibt die Maschine stehen. Das ist ein bisschen doof, weil man hat gar keine Ablagefläche mehr. Gell? Dann wäre es gut, wenn man am Zielort ist, ja, dass die Maschine hier oben drauf kommt und man sich dann hier oben dann den Kaffee machen könnte. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann hat man hier unten noch alles frei und kann hier vernünftig spülen. Ja, das wäre mir schon ganz wichtig. Denn so ist das alles ein bisschen beengt, sehr beengt. In der Praxis hat sich das auch wieder gespiegelt, dass wir die Maschine woanders hingestellt haben oder ich habe den abgebaut und wieder in die Schublade getan. Gell? Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Hier sind wir im Schlafbereich, wie man so sieht, ja. Und wenn man da oben guckt, ja, hier haben wir eine Menge Ablagefläche. Aber das ist alles so gar nicht so richtig genutzt. Und da habe ich vor, Körbe drauf zu stellen, ja, dass hier alles mit Körbe vollkommt. Da kann man hier so, die Handtücher kommen sowieso weg, kriegen einen ganz anderen Platz. Aber wenn man da oben dann so, sagen wir mal, zwei Körbe hat, dann mit Unterwäsche und einen mit Socken, dann ist einem schon viel geholfen. Denn wir haben hier oben ja eigentlich nur drei Staufächer, gell? Und ja, gut, für uns drei reicht das, aber das ist halt auch schnell alles voll, gell? Und wenn man dann hier alles schön ordentlich sortiert hat, das wäre schon nicht schlecht, gell? Also das ist schon mal eine Überlegung wert, dass wir das machen. Und andere haben hier an dieser Seite noch einen Fernseher hängen, gell? Das machen wir aber nicht, gell? Wenn man den auszieht, dann hängt er hier mitten im Raum und dann kann man abends mal hier Fernsehen gucken, da will man ja auch mal irgendwann mal schlafen, gell? Jo, kommen wir mal zu den Schränken, zu den untersten Schränken. Wir haben hier diese Wandschränke, ja? Und wie man sieht, kein Licht. Also das ist jetzt das Kameralicht, das ist automatisch angegangen. Wir haben hier eine Seite, das ist hier, das war von Carrado eingebaut, ja. Es funktioniert mal und es funktioniert mal nicht, gell. Von der Helligkeit her reicht es, aber wie gesagt, es klappt oder es klappt nicht, gell. Jetzt ist es auch wieder aus, gell. Also das ist schon mal Schrott ist das. Und hat der Vorbesitzer vor uns hier diese Dinger hier eingebaut oder eingeklebt, gell. Na gut, das ist aber auch nicht das Pralle, das Gelbe vom Ei, gell. Ich weiß nicht, das ist alles. Das hier gefällt mir schon besser, aber wie gesagt, es funktioniert halt nicht so. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ansonsten kommt hier eine LED-Beleuchtung rein, gell? Denn der Schrank ist richtig gut, ist der. Hier geht richtig viel rein. Und da sollte auch schon eine Beleuchtung drin sein. Dasselbe ist natürlich dann auch auf der anderen Seite. So, hier haben wir dasselbe. Hier geht gerade mal das Licht. Gestern ging es nicht. Jetzt funktioniert es. Ja. Wäscheschrank quasi. Das ist auch noch eine Überlegung wert, dass wir da quasi dass wir da noch eine LED-Beleuchtung einbauen. Dann haben wir hier den Duschbereich. Hier bleibt alles so. Ich bin damit voll zufrieden, gell? Also das ist alles nicht schlecht. Es ist schon durchdacht, ja. Hier bin ich auch am Grübeln. Hier hängt der
Der Bildschirm hängt hier und da hinten ist die Steuereinheit für die SAT-Anlage. Und ich hätte doch gerne hier mindestens 5 Volt. Ja, da hinten so 5 Volt USB-Buchs. Vielleicht mache ich das noch. Mal gucken, jetzt kommt ja der Winter. Da kann man noch eine Menge bauen, basteln. Da muss ich den Fernseher abbauen. Ah, das passt mir alles gar nicht. Aber was werden wir machen, gell? Um dann hier an die 12 Volt zu kommen. Ja, aber wie gesagt, mal sehen. Wir haben ja jetzt hier unten 12 Volt. Da kann man jetzt auch, 12 Volt sage ich schon, 5 Volt, da kann man jetzt auch Handy laden und alles. Das geht schon alles, gell? Aber da oben ist eben die Ablagefläche. Das ist schon nicht schlecht hier oben, ja? Mal sehen. Schauen wir mal. Jo, eigentlich sehr zufrieden mit dem Fahrzeug hier. Und diese Kleinigkeiten, da kann man ja nochmal dran gehen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das letzte Mal hatte ich ja ein Video gedreht, Schmutzfänger und dann die Kurbelstützen anbauen, ja. Was ich noch vielleicht wichtig halte, ist dieser Gasfilter, ja, dieses 2 Stück. Oh, Entschuldigung, ist schon spät. Auch das gehört dazu. Ja, diese GOG-Gasfilter heißen die, glaube ich. Ich muss sie mal schlau machen. Ja, die wollte ich noch bestellen. Das ist aber kein großer Staatsakt. Die werden einfach an der Duo-Kontrolle angeschraubt und das war's, gell? Müssen wir mal angehen, ja. Und dann entweder eine Sog, Toilettenentlüftung oder die von Tredford. Die möchte ich ganz gerne haben, ja. Denn wenn man jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs ist und dann macht er sein großes Geschäft, ist es schon klasse, wenn das dann alles, die Gerüche, ne, rausgehen, ja. Ja, das wäre nochmal eine Überlegung wert. Ja, mal sehen. Doch, ich glaube schon, diese beiden Sachen, also dieser Gasfilter und ja, die Sog, gell? Das wäre nicht schlecht. Ja, im Großen und Ganzen ist hier nicht mal viel zu machen, nein. Gar nicht, also völlig zufrieden, ja. Vielleicht nochmal einen Ausschub machen da von dem Schrank. Mal sehen, mal gucken. Also das am wichtigsten ist mir, glaube ich, erstmal der Gasfilter, ja. Dass wir da mal gucken nächstes Jahr. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken, ja, wie das so ist an Weihnachten, nicht? Und kommt gut ins neue Jahr rein und ohne Corona, ja, man kann das Wort nicht mal hören, aber ist halt so. Feiert schön und lasst es euch gut schmecken und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder auf diesem Kanal, ja. Macht's gut, euer Jan. Tschüss.